Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Woche des Retro Battles. Und heute ist Top Gear 2 für Super Nintendo dran. Dieses Spiel hat sich der SNES Maniac gewünscht. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir abschneiden. Die Regeln sind eigentlich hier auch relativ überschaubar. Wir fahren auf Professional. Ist schon eingestellt. Sehr schön. Und automatische Gangschaltung, die erste Strecke und wir schauen dann einfach mal, wie weit wir kommen. Deswegen gucken wir mal. Hier ist, ach genau, automatische Gangschaltung, das sollen wir auch noch spielen. Das stelle ich hier einfach mal ein. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir schon dabei. Ich spiele das Spiel jetzt zum ersten Mal, deswegen müssen wir mal gucken, wie ich mich schlage. Ich habe mir nur kurz vorher meine Tastenbelegungen angeschaut, natürlich, damit ich auch weiß, was ungefähr was macht. Ich habe kein Geld, also kann ich logischerweise nichts kaufen. Nö. Und dann gucken wir mal, würde ich sagen. Toi, 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 drückt mir die Daumen. Ach ja. Also optisch sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. So. Jam, jam, jam. Ja. So. Loser, genau. Haha. Ich glaube, man konnte hier irgendwo einen Turbo-Boost anmachen. Yo, Dude! Na, ich würde sagen, der Start ist gar nicht mal so schlecht geraten. Muss man in dem Spiel bremsen oder nicht? Ticket! Puff. Lass mal gucken, weil in den meisten Rennspielen, ich bin ja kein Rennspiel-Crack, ne? Also Mario Kart kriege ich gerade nur so auf eine Kette irgendwie. Aber, boah, der bremst nicht immer aus. Ich darf hier nicht rammen. Eigentlich logisch, ne? Boah. Das sind die mir aber auch ständig im Weg hier. Ich frage mich, kann ich diesen Turbo Boost jetzt quasi unbegrenzt einsetzen? Oder... Ich hau einfach mal rein, würde ich sagen. Ah, wieso? Das war noch auf der Strecke hier. Ich bin 16. Gucken wir mal. Also... Ich habe mir so als Ziel gesetzt, Hauptsache nicht Letzter werden. Ja, boah, vor so einer Kurve hier den Turbo zu zünden war wahrscheinlich nicht sehr klug. Aber so langsam aber sicher kämpfe ich mich vor, würde ich sagen. Kick it. Ja. Uff. Genau, move over. Meine Fresse. Da. Können die mir mal nicht in den Weg fahren hier? Oh, komm. Ah, ich habe kein Turbo mehr. Und jetzt werde ich dauernd überholt. Ich glaube, ich habe den nicht ideal eingesetzt. Hm. Na, mal gucken. Wie gesagt, solange ich nicht 20. werde, ist alles in Ordnung. Schauen wir mal. Also abbremsen ist bei mir meistens immer so, ich gehe mal kurz vom Gas. Was? Der erste ist knapp hinter mir, der überrundet mich. Wie soll ich den denn einholen können? Ja. Okay. Ha. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ach nein. Nein! Nein! Ich will nicht Letzter werden. Und ich kann kein Turbo mehr machen. Verdammter Hacke! Verdammter Hacke! Ich will nicht Letzter werden! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Okay, da bremse ich. Habe ich hier noch sonst irgendwie einen coolen... So schlecht fahre ich doch gar nicht! Race over, 20. Ich glaube, da muss ich mir unbedingt die anderen Videos angucken. Irgendwas scheine ich falsch gemacht zu haben, aber ich weiß gar nicht was. Okay, ich habe vielleicht mit dem Turbo Boost etwas am Anfang zu großzügig umgegangen. Aber Leute, so mies war das doch gar nicht. Hm. Na ja, gut, 20. Ich glaube, diese Woche gewinne ich nicht, auf keinen Fall. Obwohl, ich habe mir auch keine großen Hoffnungen gemacht, ehrlich gesagt. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt, ihr fantastischen Menschen, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.